Einen wunderschönen guten Morgen hier in Riesa auf dem Verkehrslandeplatz Echo Delta Alpha Uniform. Das Wetter ist fantastisch, wir haben heute leichten Ostwind. Wir fliegen heute in Richtung Dars und Rostock. Zunächst landen wir in Barth. Zeige ich mal auf der Karte. Ab Barth fliegen wir dann einmal um den Dars und fliegen dann über Rostock. Schauen uns Rostock von oben an, den Hafen, und fliegen dann zurück. Ich freue mich schon sehr auf diesen Flug und wenn ihr den mitschaut, würde ich mich sehr darüber freuen. Also, bis später. Mike Kilo, weil heute Charlie bis 1:2 am Flug bereit. Mike Kilo, der Wind mit 7 Knoten aus 050 Grad. Roll in die Bahn und stoppen. Wir haben uns jetzt bei Landinformation angemeldet und sind jetzt auf 7800 Fuß. Es ist gewonnen, dass wir sehr schwer zu verstehen, lautes Rauschen im Hintergrund, das werden wir vom Gerät prüfen. Links, das ist Torgau. Also die Sicht ist fantastisch. Und ich melde mich kurz vor Barth wieder. So, wir nähern uns jetzt dem Flugplatz Barth und ich werde mich jetzt mal anmelden und dann werdet ihr ja mitbekommen, wie ich jetzt hier in diese Platzrunde einfliege. Betrieb wird die 27 sein, wie ich gehört habe. Barth Radio Delta Mike Kilo, guten Tag. Delta Mike Kilo. Delta Mike Kilo, Zulu Z602 VSR von Riesa. 5 nautische Meilen südlich des Platzes, 4000 Fuß zur Landung. Ja, zur Piste 27 und 1025, das Kuna. Kuna 1025 in Betrieb, Piste 27. Delta mal Kilo, der Wind Variable mit 3. Kilo, wie lange wollt ihr bleiben? 2 bis 3 Stunden. Ja, denn hier vorne nehmen die C42 Stellen. Verstanden. Herzlich willkommen in Barth. Ostsee Flughafen Stralsund Barth. Das Wetter ist fantastisch. Ich habe einen kleinen Stellplatz gekriegt und jetzt machen wir eine kleine Pause. Wo geht es zuerst hin? Zur Flugleitung.
ein wunderschönes. So, wir sind jetzt in der Abfertigungshalle vom Hubschrauber Mi-8, hier ein Strahltriebwerk. Von der Asch M18 ein Triebwerk. Der Verkehrslandeplatz wurde erstmalig nach dem Zweiten Weltkrieg 1957 in Betrieb genommen. Die Lufthansa hat hier Regionalflüge durchgeführt und 1975 wurde der Platz aber wieder für den allgemeinen Luftverkehr geschlossen und hier fand nur noch Agrarflug statt. Erst nach der Wende konnte daraus wieder ein Verkehrslandeplatz gemacht werden. Hier herrscht Sträger Flugbetrieb. Ich werde jetzt den nächsten Flug vorbereiten. Das wird also ein Ostseeflug. Zwei Teile gibt es hier schon. Das ist jetzt Teil 3 von 3. Und wir fliegen entlang der Küste Fischland-Darß und dann weiter bis Rostock. Ja, und dann über Rostock geht es dann wieder zurück Richtung Berlin und Riesa. Radio Delta Maikilo Maikilo, hallo. Delta Maikilo Maikilo. Delta Maikilo Maikilo, Position Abstellfläche. South Air nach Riesa, Echo Delta Alpha Uniform, bitte Startinformation. Delta Maikilo dann zur Piste 09, QNH 1025. QNH 1025, Piste 09. Delta Maikilo, Rolle zum Abflugpunkt Piste 09. Maikilo auf die Piste und dann zurückrollen. Verstanden. So, die Maikilo 1 plus 2 für eine halbe Stunde. Erstmal zum Rollhalt Alpha und wenn die andere Maschine gestartet ist, zurückrollen auf die 09. Und Delta Maikilo, der Wind jetzt 30 Grad mit 8. Delta Maikilo. Delta Maikilo, Maikilo, ich darf. Delta Maikilo, verlasse Platz in nordöstlicher Richtung. Ja, ist verstanden. Maikilo, guten Flug. Vielen Dank und es war schön bei euch. Tschüss. Danke, tschüss. So, wir schauen jetzt mal nach Barth. Das ist die Stadt Barth.
Und da hinten sieht man im Prinzip schon den Dach. So, lieber X-Ray, macht Backtrack zur 09. Wir schwenken jetzt ein zur Küste. Wir sind jetzt praktisch am der Bottenseite. Und ja, fliegen jetzt erstmal Richtung Zink. Was wir hier unten sehen, das ist jetzt Zink. Mal kurz anschwenken. Also ein, zwei Leute gehen gleich baden, aber. Bad Radio Delta, Delta Echo Charlie Alpha Lima. Delta Echo Charlie Alpha Lima. Delta Echo Charlie Alpha Lima, eine P28 direkt vor dem Tower. VR Schulflug nach Anklam, bitte Abfluginformation. Hier sieht man jetzt Prero, das ist Prero und wir fliegen jetzt direkt auf die Spitze von Darß, Michelin-Darß. Da gibt es ja eine Trennung zwischen Darß und Michelin, die ist ja bei Ahrenshoop und wie man sieht, hat Prero auch sehr schöne Sandstrände. Das ist jetzt hier die Spitze vom Darß. Hier drüben ist der Leuchtturm, ein lohnendes Ausflugsziel. Da hat man einen wunderbaren Blick aufs Meer. Und da fliegen wir jetzt einfach mal hin. Hier unten sieht man Ahrenshoop. Der Alpha Lima verlässt die Platzrunde aus dem Sperrabflug. Nochmal über Ahrenshoop hier fliegen. Mal eine Runde über Ahrenshoop. Jetzt sieht man Ahrenshoop in voller Schönheit. Das berühmte Fischerdorf oder Künstlerdorf auch. Hier unten sieht man Niehagen mit einem kleinen Hafen. Von dort aus kann man schöne Fahrten machen, auch unter anderem nach Barth. Jetzt fliegen wir vorbei an Krai Müritz. Ich schwebe mal die Tragfläche an, damit man das besser sieht. So, das ist Karl Müritz. Und wir fliegen jetzt schnurstracks auf Rostock zu. Hier vorne sieht man schon den Hafen, Rostocker Hafen. Dort fliegen wir jetzt drüber, fliegen über die Stadt. Wenn es sich lohnt, mache ich auch noch einen Kreis drüber. Und warten die Sprung ja 3 Minuten. Und ja. Jo.
Hier drüben sieht man schon die Schiffe auslaufen oder reinkommen. Die wollen alle nach Rostock. Hier den Hafen von Rostock. Und da fliegen wir jetzt hin. Delta Mike Kilo, bitte mal den Transponder überprüfen, ich kann Sie noch nicht sehen. Delta Mike Kilo, Transponder in Betrieb, 7741. Bin aber 1800 Fuß hoch. Ja, verstanden. Möchten Sie durch die Kontrollzone von Lage durch oder fliegen Sie außenrum? Ich fliege außenrum. Verstanden. Wir haben die Ostsee verlassen. Wir fliegen jetzt den Kanal entlang, den Rostocker Kanal. Dort, wo die Schiffe also auch bis in die Altstadt oder bis vor die Altstadt fahren können. Und das sieht man dann gut auf der Außenkamera. Und wir fliegen mal kurz über das Zentrum, machen einen Kreis und dann geht es zurück nach Riesa. So, jetzt schauen wir uns mal Rostock von oben an, also die Altstadt, machen wir mal einen Kreis. Hier unten, zack, da müssen wir noch mal richtig uns reinhängen, damit wir das hier von oben gut sehen können. Und ja, der ist schon beeindruckend von hier oben. So, wir fliegen jetzt. Damit wir nicht in die Kontrollzone von Lager reinkommen, fliegen wir jetzt westlich vorbei. So, und jetzt wackelt das ziemlich hier unten und deswegen gehen wir jetzt auf 7500 Fuß und steigen und steigen und steigen und dann in der Hoffnung, dass es oben ruhiger wird. An meinem EFIS raste ich jetzt Echo Delta Alpha Uniform, also das ist ICAO Code für Riesa und das ist bei dem Gewackel hier manchmal gar nicht so einfach. Okay. Geschafft. So, jetzt wissen wir nämlich, wie viel haben wir noch, 2 Stunden Flugzeit, wenn wir so weitermachen. Aber wir machen nicht so weit, wir gehen erstmal hoch auf 7500 Fuß und dann fliegen wir schön gerade mit vollem Speed. 205 km über Grund. Und soweit alles im grünen Bereich. Wir sind jetzt bei Blau am See. Ich zeige das mal hier. Das ist Blau am See. So, jetzt müssen wir wieder auf unseren Kurs zurück. Ja. Das Flugzeug auf dem Display ist schon ausgerissen. Wir befinden uns westlich von Berlin. Genauer gesagt kurz vor Brandenburg an der Havel. Und wir sind jetzt in etwa 7300 Fuß. Ich zeig das mal kurz. Wir nähern uns dem Flugplatz, dem Verkehrslandeplatz Riesa. Angemeldet habe ich mich schon. Ich fliege jetzt von Norden nach Süden über den
bitte Platz Mitte und fliege ein in den rechten Gegenanflugpiste 1-2. Delta Mike Kilo quere Platz Mitte in ca. 2000 Fuß von Nord nach Süd. Rechter Queranflugpiste 1-2. Delta Mike Kilo, Endanflugpiste 1-2. Delta Mike Kilo, Wind aus 100 Grad mit 9 Knoten. Delta Mike Kilo Backtrack bis 1-2. So, herzlich willkommen wieder zurück in Riesa. Wir sind wieder in Riesa. Ich hoffe, euch hat der Flug genauso viel Spaß gemacht wie mir. Dieser Film ist die Ergänzung zu den bereits existierenden Filmen. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Tschüss!